Das sind 33 Leute, die jetzt kommen. Kind bei Arbeit verletzt. Gib dem Kind frei. Achso, ich habe exakt 10 Leute schon sterben lassen. Irgendwie muss ich das Game ja töten. Ja, es tötet mich langsam. Langsam und qualvoll. Zack, noch einer tot. Was bist du gewesen? Ein Arbeiter. Was kriege ich? Ich kriege einen neuen Architekten, 4 Kinder, 22 Arbeiter. Bom, noch einer wird tot. Ein Arbeiter. Technologie, eine zweite Werkstatt. Eieiei. Noch einer verstorben. Arbeiter. Ich meine, meine Anforderung ist auch nicht, das Spiel zu schaffen, ohne dass irgendjemand stirbt. Das wäre eine Anforderung, die ich nicht hinbekommen könnte. So. Wir werden nach den anderen suchen. Robuster Schutzraum, Sternwarte. Erstmal zur Deutschen wieder hin. Na dann robuster Schutzraum und dann weiter. Ach Gott, die haben... Ich habe ganz vergessen, dass ich die füttern muss. Ja, ich meine, dann alles geplant. So. Ich habe jetzt hier nochmal welche. Dann kann ich ihr Leute reinsetzen. Kümmert euch darum, dass wir Hunger, dass wir Nahrung bekommen. die Kinder kann ich da, hier kommt meine Kohle, kann ich die arbeiten lassen. 55. Okay, das wird in Zukunft... Ich habe den ganzen Tag überlaufen lassen, ne? Das war dumm von mir. Kacke. Rohstoffe, Sammelstelle. Dass ich die Kinder wechseln kann. Wer braucht denn Essen? Man kann eine Woche ohne. Leider brauchen die Essen. Warum werden hier... Achso, höchstwahrscheinlich sind die auch krank. So, ich kann ein neues Gesetz einführen. Radikale Behandlung. Und dann gehe ich auf Unterfüllung. Es wird sie unzufrieden machen, aber das ist mir egal. Das mag ja vernünftig sein, aber es ist trotzdem grausam. Ja. So, bam. Ihr dürft auch Überstunden schieben. GZ. Willkommen in meiner Stadt. Hier gibt es Überstunden. Ach, ihr seid gerade durch die Hölle selbst gewandert. Überstunden. So. Gut. Robuster Schutzraum. Gut, immerhin wird der Hunger gestillt langsam. So, dich kann ich so schon mal machen. Ne, wie gesagt, sobald das hier leer sein wird, werde ich die Kinder einfach hier rüber schicken. Überstunden, yay! Ich meine, wir sind hier im 19. Jahrhundert, okay? Überstundenmäßig geht's noch euch noch gut, solange die bezahlt werden. Ja, mit eurem... Ihr bezahlt die damit, dass ihr hier leben dürft und existieren dürft. So, ich habe noch einen Tag, bevor wieder die Hölle zufriert. Freut euch schon drauf. Immerhin werden die Hungernden gerettet. So, ich könnte dich eigentlich ruhig demontieren, eigentlich. Das Ding ist, wie viel Nahrung mache ich jetzt täglich? Mach Rohnahrung 48, Suppe mache ich 149. Suppe habe ich 149. Ich verbrauche 97 am Tag, mach 120, ne, das ist... Ja, es passt irgendwie.
Im Leben gibt es immer Höhen und Tiefen. Wir sind noch im Leben. Eine besorgte Mutter, ja. Dieses Kind arbeitet für ein paar Stunden nicht. Bitte, 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 bitte. Oh nein, mir geht's nicht gut, ich werde voll sterben. Ja, stirb halt, du Kind. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich bin schon fies, ne? So, weniger als eine Stunde, bis ich die Generatorreichweite habe. Sehr schön. Kohleabbau. Ja. 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 Wie schaut's bei euch aus? Ihr macht 10 pro Stunde. Achso, ihr habt ja keine Überstunden. Und meine Forscher haben noch Überstunden. Die armen Säue. Schon nicht fair, muss ich ja gestehen. Dann kommst du in eine Stadt und kriegst direkt gesagt, Überstunden, Minjung. Überstunden. So. Also ich gehe mit denen zum robusten Schutzraum und dann kriege ich hier irgendwo die Brücke und dann kriege ich einen Automaton. Und auf den will ich haben, den Automaton. Na, dann kann ich, Kohleabbau betreiben. Auf gutem Niveau. So, welcher Kohle... Achso, einer von den beiden Kohlehaufen ist erschöpft. Ja, ja, ja. Das ergibt Sinn. Etwa 8 Stunden. Wenn der Generator ist aus, die Heizung ist rausgefallen. Genau. In 2 Stunden kann ich Überfüllung machen. Okay, du bist erschöpft. So, dann reißen wir dich ab. Kinder, geht mal dahin. So, wie schaut's kohlemäßig aus? Ich mach halt... Nicht annähernd so viel, wie ich möchte. Das ist das Problem. Erforschen. Nehmt die Rohstoffe. Stahlbrücke. Die Bitte eines Kindes. Es muss seinen Verlust akzeptieren. Vater ist tot. Ich glaube Mutter, sagt der Text. Ich bin mir gerade unsicher. So, nachdem ich den Kohleabbau mache, muss ich das Stahlwerk machen. Ne. No. 5 Stunden. Kriege ich das heute noch fertig? Oh, Schnaps. Überfüllung. Aber Schnaps. Komm, wir nehmen den Schnaps mit. Die Einwohner halten jeden Tag Alkohol. Gefügig müssen wir sie machen. Gefügig. Es geht nur mit Alkohol. Alkohol mal die Birne holen. Ja, der Kohleabbau läuft eigentlich. Nahrungsmäßig geht es uns jetzt gut. Das schlimmste Problem, was momentan existiert, ist, dass kalt ist. Ihr bekommt übrigens... Achso, ihr wart schon auf Überstunden. So. So, 21 Stunden habe ich noch übrig. Kalte Unterkünfte. Tut mir leid. Ah, immer diese Unzufriedenheit. Kann halt wenig gegen die Kälte. Es wird halt jetzt leider noch mal kälter über die Nacht. Das ist das größte Problem daran. Mir egal, falls einer stirbt. Also eigentlich ist es mir nicht egal, aber ich muss... Ich muss den Kohleabbau machen. Es tut mir so ein bisschen weh, das zu tun. Kohlegenerator möchte ich nicht. Ich könnte die Leistung hochpumpen. Ich könnte die Baracken machen. Dann
Nee, ich brauche das Stahlwerk. Ich habe momentan null Möglichkeit, an Stahl zu kommen. So, da setze ich eine Kohlemine hin. Und die werde ich dann für den Automaton benutzen. Ich weiß, ich habe einen Dampfkern benutzt. Ich weiß, Spiel. Ich weiß. Ich hasse diese Entscheidung auf jedes Mal aufs Neue. Bin ich ehrlich? So, was können wir tun? Automaton. Ah, es tut weh. Ich will doch kein Automaton nutzen. Ich habe noch zwei Kinder, die nicht arbeiten. Bam, gib ihm. Der ist verstorben, genau. Ich kann keine starke Unzufriedenheit mehr erlauben, das ist das Problem. Ich bin unzufriedenheitsmäßig ziemlich hoch. Ne? Um es mal ganz ehrlich anzusehen. So, Kohleverbrauch. Ja, das ist jetzt negativ, weil ich den Generator anhab. Ich krieg halt Nahrung nur hauchdünn drüber. Hauchdünn. Da kann ich nicht viel rumtüdeln und sagen, guck mal. So. Sehr schön, da kann ich einfach einen Ingenieur einsetzen. Die Heizung mache ich ruhig an. Es wird halt jetzt auf minus 14 Grad, 40, minus 14 wäre schön. Minus 40 runtergehen. Warum bist du nicht auf? So. Komisch. Oh, dann kriege ich wieder ein Plus. Oh, wie cool. Ich bounce also immer zwischen minus 30 und minus 40 fürs Erste rum. Also ist natürlich kacke trotzdem. So, versteht mich nicht falsch. Aber unterm Strich ist es erstmal cool für mich. So, nice. Erforschen. Zur Stadt senden. Wetterwarte. Großer Konvoi. Du gehst erstmal nach Hause, du hast nämlich, genau, Holz und Nahrung dabei. Verlassene Brücke, die Hoffnung sinkt leicht. Jo, das passiert. So, schlechtes Essen. So, wie viele Tage muss ich? 1, 2, 3, 4. 4. Kriege in einen Tag 16 Stunden mein Automaton. So, ich bin mir unsicher, was für einen Unterschied das macht. So, oh, allmächtig, ich bin so müde. Jeder Tag ist eine Packerei. Ich schätze, wir sollten wohl für danken. Ich setze dich auch mal hoch auf Langschicht. So. Wie viel bekomme ich hier? 5,4. Ist besser als nichts. Bin ich ehrlich. Ist besser als nicht. Um 7 Uhr, wenn die Temperatur um einen runtergeht. Ah, ich kann jetzt schon mal ausmachen. Oh Gott, das wird die Temperatur aber gleich... meine Unzufriedenheit wird gleich aber richtig nach oben schießen, sehe ich. Weil die Kalten zu Hause jetzt existieren. Wieder. Wobei, ja, es ist nicht so schlimm. Versuche halt die Häuser, also die Dingens warm zu halten. Das, wo sie arbeiten. So, dich kann ich auch schon mal anmachen. Aber das ist halt auch nur auf kühl. Das ist das Problem. Egal wie warm ich es versuche zu halten, ist momentan auch nur auf kühl. Nun denn, kohlemäßig kriege ich jetzt aber wieder ein Plus. Ne, Tag. So, ich. 100, 328 mache ich plus, das heißt 228. So, die rippen dir gleich alle weg. Och, bitte nicht. Der Temp ist an sich gerade solide. Das Problem ist, es ist wie so eine Waage. Alles kann das momentan schlechter machen. So, ich kann das Speisehaus einmal die Kinder da rausnehmen. Achso, da haben Kinder drin gearbeitet. Zusatzration für Kinder, ja.
So kann ich euch in der Kohlemine arbeiten lassen. Nö. Ich kann die Kinder gerade nirgendwo arbeiten lassen. Irr. Gut, aber die müssen mir keine Ration. Der kommt halt gleich mit 100 Essens. Ah, die sind halt verschwendet dann. Das ist kacke. Warte, ich kann dich zur Sternwarte stattdessen schicken. Na, wenn. Ich habe jetzt keine Lust, 100 Essensrationen irgendwie ins Nirvana zu schicken. So, wie schaut's hier aus? Stahlwerk habe ich gleich. Das muss ich dann auch bauen. Die Kinder kann ich nicht im Wirtshaus arbeiten. Schade. So ein bisschen habe ich gehofft, dass das geht. Bin ich ja ehrlich. So, den Mauerbohrer brauche ich noch nicht. Mein Sägewerk macht nämlich gerade alles mehr als genug. Aufrüstung für Sanitätsstation. Ich nehme die Baracke mit. So, das Stahlwerk kann ich da oben ansetzen. So, und ich meine, in einem Tag, 4 Stunden habe ich ja den Automaton hier. Solange dürfte mir stahlmäßig nichts ausgehen. Hoffentlich. Na, Betonung liegt hier auf diesem Fall auf hoffentlich. So. Dich kann ich dann um 20 Uhr mache ich dich wieder an. Weil dann die letzten aufhören zu arbeiten. So, jetzt. Ich muss das irgendwie in einem weirden Equilibrium halten. Ja, so, dass es gerade passt. So, dass es gerade passt. Das Schöne ist, soweit ich weiß, macht es keinen Unterschied. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das kann man googeln. Aber wie gesagt, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, man kann da total easy peasy einfach sagen, hey yo, ich warte hier, ne, weil die Suche nach den anderen hat kein Time Limit. Und dass ich einfach das ein bisschen delay. Ich bin mir unsicher. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann geforst werde, dass weitergeht. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Ich hoffe mal nicht. Das wäre ziemlich unglücklich. Wenn nicht toll. Wie man sich vermutlich denken kann, dass ich sowas nicht schön finden würde. So, essensrationsmäßig. Der ist gleich eine Sternwarte, dann kann ich den gleich nach Hause schicken. Also hier in unsere Stadt. A new home. So, ist halt schon kühl, ne? Eins kaltes Zuhause. Kann natürlich aber auch sein, dass... Ne, da kommt hier so ein Typ und sagt, alles kacke. Okay. 30, 34. Ja, die nehme ich mit. Wie viel Platz habe ich momentan? 9. Das heißt, ich muss nur 3 Zelte bauen. 1, 2, 3. Achso, das sind dann weitere, die ich füttern. Ich weiß nicht, ob ich die gefüttert bekomme, bin ich ehrlich. So, ich kann ein neues Gesetz öffnen. Ich habe den Schnaps schon ins Pflegeheim. Immer die Überfüllung rein. Es wird halt Unzufriedenheit ein bisschen pushen, aber ich kann mich dann um die Kranken besser kümmern. So dämlich das auch klingen mag. Wird das auf jeden Fall ökonomischer als einfach mehr Einrichtungen zu bauen. Jupp. Tom hat's erfasst. Ich fürchte, unsere Arbeiter werden das nicht mehr lange mithalten. Schlechtes Essen, kaltes Zuhause für Überstunden.
glaube, ich muss die Überstunden ein bisschen runterschrauben. Hier im Sägewerk habt ihr doch keine, ne? Genau. Sammelstelle, die Kohle mache ich auch runter. Das Speisehaus ist momentan sowieso leer. So, wo habe ich denn... Ich habe noch zweimal Überstunden. Ach, das sind meine beiden Werkstätten, ne? Ja. Ja. So. Die ich mal wieder runterfahren lassen. Dass ich wieder ein bisschen mehr Kohle stockpile. So, in 3 Stunden habe ich neue Bewohner hier. Die kann ich dann hier in die Stahlindustrie schicken, ins Stahlwerk. Und in die Kohleminen. Und ich krieg... Oh, ich krieg Ingenieure dazu, ne? Dann auf jeden Fall Technologie, Werkstatt. Ih, das ist ein Kohlehaufen, sehe ich gerade, ne? Ja. Gut. Jo. So. Sehr schön. Das heißt, hier kann ich ruhig wieder ein paar Kinder reinsetzen. Du darfst erstmal hier hinrennen, Brücke nach Winterheim, dann zur Wetterwarte. So, hier kommen die Arbeiter rein schon mal. Hier kann ich andere, weitere Ingenieure noch reinsetzen, beziehungsweise 2 Bob. Und ich sollte vielleicht auch ein paar mehr Jagdhütten wieder bauen. 1, 2. Ich glaube, das ist nämlich ökonomisch. Ich meine, dann werde ich gleich ein bisschen austauschen, ne, mit den Arbeitern und sowas. So, der Generator ist aus. Genau, in 6 Stunden ist mein Automaton hier. Dann kann ich anfangen, Baracken zu bauen. Ne, statt den Zelten Baracken, ne, dass ich ein bisschen mehr Wärme drin habe. So, wunderbar. Der Aufrüstung für Sägewerke. Mehr Speer, Generatorleistung. Ne, ich werde ja erstmal nicht über 40 gehen. Also unter 40, so rum. Rohstoffe. Ich glaube, der Kohlegenerator wäre nicht blöd, wenn ich den mitnehme. So, wenn ich jetzt hier Baracken baue, das kostet mich 10 Stahl, genau. Aber die werden es halt Wärme haben. Da drin. Die Einwohner sind hungrig. Ja, ja, ihr kriegt doch gerade Essen. Hoffe ich. So. Kalte Unterkünfte. Steigt leicht an. So. Ein bisschen Wärme reinpumpen in die Häuser. In einer Stunde habe ich einen Automaton hier. Den schicke ich dann instant ins Stahlwerk. Ne, dass der mir da anfängt zu arbeiten. Wie gesagt, ich möchte halt ganz gerne Unmengen an Stahl haben. Sehr schön, da kommt er. Da kommt er. Hört sich ein bisschen an wie so eine Katze, die schnurrt. Oh, der Automaton ist schön zu sehen. Und dann kann ich gleich Arbeiter in die Jagdhütten setzen. Automatone aktiv, jo. Ist doch sicher, oder? So, 10 Stahl. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die Menschen umziehen. Wenn ihnen die Möglichkeit angeboten wird. Dass sie ein besseres Zuhause bekommen. Wäre gut zu wissen, ob das so funktionieren würde.
Aber die Menschen werden jetzt, einige von ihnen werden halt, oder sind unterkühlt. So, Stahl ist uns ausgegangen, das ist normal so. Raken 110. Ich glaube, die ziehen automatisch sogar um. Wenn ja, finde ich das sogar echt cool. Ja, weil die Baracken sind momentan erträglich. So. 1,8 die Stunde. Ist auf 10 Stunden 18. 36 auf 20. Also um die 40 auf ein, in einem Tag Wetterwarte. Jo. Könnte ich den woanders arbeiten lassen? Ich könnte ihm. Könnte ihn in die Kohlemine schicken. Dann gleich. Dass ich hier Menschen reinschicke, weil die sind nochmal effektiver im Stein. Ich weiß halt nicht. Warte, ich kann ihn nicht an die Kisten und sowas schicken. Ne? Zap, ab. Dann lasse ich ihn mal hier an dem Kohlehaufen arbeiten. Die 69. Aber wie schaut es hier drin aus? Der Kohlegenerator wird gerade gebaut. Ich möchte halt immer gerne einen Dampfkern auf Pump haben. So, die machen 0,6 die Stunde. Sind die gerade alle so krank? So, gucken wir mal, ob sich das jetzt irgendwie bessert. Du bist gerade bei 0%. Andernfalls werde ich da einfach gleich ein Dingens reinsetzen. Den Automaton wieder. Ich habe das Gefühl, dass das gerade einfach nur ineffizient ist, das so zu tun. Okay, dann kommt da wirklich der Automaton rein. Dann arbeitet er halt konstant. Dann habe ich jetzt noch 9 Ingenieure, wo ich nicht weiß, wohin mit denen. Ich kann ihnen noch eine weitere Werkstatt bauen. Dann wüsste ich, wohin mit denen. Weil ich kann auch noch ein weiteres Stahlwerk bauen. Ich glaube, dahin. Glücklicherweise benötigt das Stahlwerk nämlich selber keinen Stahl. Ich brauche aber für die Forschung Stahl in vielen Punkten, ne? Zehn dafür. Zehn dafür. Aber das brauche ich jetzt nicht tun. Dafür brauche ich 25 Stahl. Das kann ich versuchen, über eine Nacht zu holen. So, das Schöne ist, ich bin in diesem Menü pausiert. Das heißt, ich kann hier rumdenken, wie ich möchte. Ich kann sparen auf die Zeichenmaschine, was mir das Außenpostendepot geben würde. Die verbesserten Heizkörper, wobei die verbesserten Heizkörper, wenn sie ineffizient sind, bringen mir wenig. Werde vom Boss nicht mehr gewonnen. Nice, Alex. Ja, mit dem Gesundheitswesen. Hier hätte ich die Jagdtaktiken. Ja, ich spare auf 25 Stahl. Das wäre das Klügste. Was habe ich denn? Ich habe hier noch Kinder, ne? 4 Kinder. Habe ich hier nirgendwo einen Ort, wo ich die Kinder reinsetzen kann? Leider nein, ne? Wie viel Kohle habt ihr noch? 300? So. Ich lasse mal einen Ingenieur dran arbeiten. So. Die Triage möchte ich nicht. Das Pflegeheim wäre interessant. Da wir nichts, Kinderarbeit, alle arbeiten möchte ich nicht. Kampfarena, das Freudenhaus finde ich auch nicht toll.
Geh mal Richtung Pflegeheim. Wie lange habe ich